Habe ich es kaputt gemacht? Was zum Geier lädt es? Das Spiel war 5 bis 6 GB groß. Oh mein Gott. Was ist los? Wo bin ich? Ich hätte die verdammte Kugel nicht anfassen sollen. Yo, shit. Diese seltsame Plattform ist mit dicken Kabeln verbunden, die aus dem Boden kommen. Was? Wo? Was zur Hölle ist das nur für ein großes Ding? Die strahlen eine Menge Energie ab. Ja, so sieht's auch aus. Mit einer Kette gesichert, ich steck hier fest. Stein. Ein Stein, damit könnte ich vielleicht das Schloss aufbrechen. Wäre ein Versuch wert. Okay. Meine Damen und Herren, es ist doch ein Horrorspiel. Scheiße. J. Ein unbekannter Ort. Was war dieses unheimliche kugelförmige Objekt? Es sah aus wie von Gott selbst erschaffen. Sobald ich es berührte, sah ich ein helles weißes Licht. Und die Welt um mich herum verzerrt und verbog sich. Für einen Augenblick hatte ich eine unbeschreibliche Angst und das Gefühl, meinen Körper zu verlassen. Meine Angst war so stark, dass meine Sinne mich fast verließen. Als ich meine Augen öffnete, befand ich mich in einem Käfig an einem anderen Ort. Glücklicherweise konnte ich fliehen. Aber was ist wirklich passiert? Wo bin ich? Ich kenne diesen Ort nicht. Ich muss Hilfe suchen und herausfinden, was passiert ist. Das scheint so, ne? Verschlossen. Scheint von innen blockiert zu sein. Aber hey, da scheint was drinne zu sein. Was? Diese Monolithen bilden einen großen Kreis und scheinen uralt zu sein. Oh fuck, Monolithen, Alter. Okay, was zum Geier sind das für Dinger? Haben die Experimente mit uns gemacht? Stromverteiler? Ja, der ist aber nicht EU genommen, das wisst ihr schon. Es gibt erstmal eine Anzeige, du. Scheint von innen blockiert zu sein. Ist es jetzt nur Deko oder komme ich hier vielleicht noch rein? Handy, lass mich in Ruhe. Ich let's play. Ja, kommen wir hier vielleicht irgendwie rein oder so? Oder irgendwie da hoch oder. Warte mal, was? Achso. Ja, das ist ein bisschen merkwürdig hier mit dem Interaktionsmenü. Na gut, scheiß was drauf. Wir verpissen uns. Immer mal wieder nach hinten schauen. Also meine Damen und Herren, werte Zuschauer, werte Pädophile, die es auf mich abgesehen haben, wir sind tatsächlich fast in einem Horrorspiel. Und hätte ich das befürchtet, ich hätte es gar nicht erst angefangen. Oh, das sieht verdächtig aus hier. Ich habe Angst. Ich bin ganz allein. Diese Pfützen sehen geil aus. Jetzt kommt Nebel. Ich soll das nicht im Dunkeln spielen. Scheiß die Wand an. Wir rennen einfach. Jumpscare incoming. Vor allem, warum ist der Weg, der so gut ist? Davon ist eine Hütte. Ficken. Strommasten. Ja, geil. Scheiße. Da
Darf ich mal ganz ehrlich sagen, dass das hier nicht gut aussieht? Wohnen wir eigentlich in der Gegenwart oder welches Zeitalter haben wir denn hier? In diesem Haus, da brennt Licht. Vielleicht kann ich dort... Kann mir dort jemand helfen? Darf ich mal sagen, dass ich das bezweifle, dass dir da jemand hilft? Ich gehe da nicht rein, vergiss es, Alter, ich gehe hier rein. Keine Möglichkeit. Warum ist es da eine Tür? Scheiße, Alter, und vor allem welcher Weg? Warte, war das jetzt nur einer? Boah, Alter. Es ist sehr dunkel. Ich habe Angst. Die heutige Entdeckung ist sensationell. Dieses verschlossene Buch scheint Instruktionen zu beinhalten, um die Maschine zu aktivieren. Alles leicht verständlich, dank der genauen Zeichnung. Seit Jahrzehnten versuchen wir, ihre Funktion herauszufinden und nun haben wir ihre die Antworten. Wir sind dabei, das Buch zu übersetzen. Es scheint von entfernten Vorfahren geschrieben worden zu sein. Wir haben das Buch durch Zufall in einem verschatteten Raum gefunden. In dem Raum befanden sich auch viele Metallteile, die scheinbar auf dieselben Technologie wie in der Maschine basierten. Ich muss das wenden, um Dialog auszublenden. Ein merkwürdiges Objekt, mit viel Sorgfalt hergestellt. Oh, Täter sei ein merkwürdiges Objekt. Ich mach die jetzt noch nicht auf. Ist. Die Leiter ist in zwei Teile zerbrochen. Fuck. Ich konnte doch gerade was untersuchen. Alles total verdreckt. Das Wasser. Daraus sollte ich lieber nicht trinken. Was für ein Wasser? Aus dem Ding hier oder woraus? Ach, hier raus. Bäh, ii. Alter, die Effekte. Geil. Party hard. Ich muss leise sein. So, bevor ich jetzt weitergehe oder irgendwas mache, werde ich alles speichern, sorgfältigst, damit wir hier gleich in aller Frische weiter starten können. Hä, warte, Tür, was? Hä, verschlossen, es gibt keine Möglichkeit, sie zu... Was für eine Tür? Na gut, okay. Bis gleich. Wir spielen weiter bei The Land of Pain. Wie wir herausgefunden haben, ist das ein Horrorspiel. Und wir befinden uns jetzt in einem merkwürdigen Haus, was mir Angst macht. Und wir haben es fast 23 Uhr in Real Life. Damit, und mein Zimmer ist dunkel zu 90%. Das heißt, optimale Voraussetzung und es geht weiter. Ich sollte eigentlich die Webcam mit dazu machen. Ich mache sie vielleicht auch irgendwann dazu, wenn es denn passt. Nun gut, weiter geht's. Diese Tür ist verschlossen. Da sollte man hinaufkommen, aber die Leiter ist kaputt. Ich müsste etwas finden, um da hochzukommen. Was für ein unerträglicher Gestank. Telefon. Es funktioniert nicht. Das hätte uns aber auch gewundert. Ich habe die Vermutung, dass das hier hinten mit zusammenhängt. Verschlossen. Verschlossen. Alter, so viele Türen, man kann sie nicht benutzen. Ah.
shit, Digga, was macht denn der für einen Jump? Junge, Junge. Na komm, halt dich fest. Ach so, ein Depp, Alter. Jetzt checkt mal alle eure Basics, Alter. Das ist total creepy, Mann. Lol, wie sind die Steine denn geformt? Das sieht aus wie eine Mauer. Alter, die Grafik. 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 Hö. Ja, bleib mal ruhig, Digga. Okay. Irgendwie hier einbrechen irgendwie. So Hausfriedensbruch begehen. Irgendwie muss er da hochkommen. Bank zum Sitzen. Ich sehe halt gerade nichts, was uns helfen könnte. Da wir die nicht öffnen können. Ich weiß gerade auch nicht. Bah, hier ist eine Höhle. Ist viel zu dunkel, da gehe ich besser nicht rein. Weise Worte, weise Worte. Die Sache ist halt, wie kommen wir jetzt da hoch? Ich habe die Vermutung, wir kommen da nicht hoch. Ich renne mal hier lang. Ich dachte, hier wäre eine Höhle gerade. Habe ich hier Bäume? Wo ist der Weg, den ich gesehen hatte? Weil ich hätte jetzt nämlich sehr stark vermutet, wir müssen einfach weiterrennen. Und um hier weiterzukommen. Ungefähr so wie das hier. Verschlossen, natürlich. Arsch, Alter. Oh, eine alte Hütte. Ruine trifft es eher. Das sieht alles ziemlich geil aus. Aber es bringt uns gerade nichts. Ich möchte einmal dieses Hilfemenü probieren. Ich muss in die obere Etage kommen. Ich komme, da komme ich durch eine Falltür hinauf, aber die Leiter ist... Ach, scheiße. Und so, aber wo kann ich sowas finden? Vielleicht auf einem Lagerplatz? Bitte was? Was für ein Lagerplatz? Warte mal, vielleicht von der Stelle, wo wir herkamen? Nee, das wäre doch viel zu weit weg, oder? Ich... Shit! Bai, was war das denn? Alter, wie die Kamera immer so fokussiert. Ich hab Angst. Meine Damen und Herren, ich möchte nicht weitergehen. Ich, ja, wie komme ich da hoch? Ja, muss ich daran vorbei, oder? Ich weiß halt gerade nicht. Ich komme hier nicht rein. Ich brauche jetzt irgendwie eine Art Leiter, um da hochzukommen. Aber wie? Ich muss etwas finden, um da hochzukommen. Ja, was für ein Lagerplatz.